Schlusspfiff, Sieg gegen Meppen und nach 2 Jahren Abstinenz Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. 10 Minuten vor dem Siegestaumel setzte Michael Preetz einen deutlichen Schlusspunkt unter das Unternehmen Aufstieg. Sein Treffer zum 4:1 Endstand brachte die Fortuna sicher durch das weit geöffnete Tor zurück in die Bundesliga. Torschütze und Trainer strahlten nach Spielschluss überglücklich beim Bad in der Menge. Ich bin einer der wenigen, ich habe vor 2 Jahren den Abstieg miterlebt. Und das ist total mein größter Fall für Fortuna. Naja, das war verdienter Sieg und verdienter Aufstieg von Fortuna. Sie sind glücklich, wie geht es nächstes Jahr weiter? Ja, ich war schon lange Zeit glücklich. Wir haben die letzten Spiele gewonnen und das war Aufstieg perfekt. Alex kam vor 2 Jahren als Chef nach Düsseldorf. Sein Platz ist nicht auf der Bank, sondern so nahe wie möglich bei seinen Jungs. Das Spiel gelassen zu beobachten, liegt Alex überhaupt nicht. Er nimmt gern laut und deutlich Einfluss. 78 Mal wurden in dieser Saison seine Anweisungen optimal umgesetzt. Zum Beispiel von Stürmerstar Sven Demand hier im Spiel gegen Fortuna Köln. Oder von Dirk Krümpelmann gegen den 1. FC Saarbrücken. Richard Walz zeigte gegen Eintracht Braunschweig, dass die Fortuna auch mit dem Köpfchen spielen kann. Sven Demand ließ seine Fans im Rheinstadion gestern wohl zum letzten Mal jubeln. Mit dem verwandelten Foulelfmeter zum 3:1 traf er zum 32. Mal in des Gegners Netz. Damit ist er der mit Abstand erfolgreichste Zweitligastürmer. Und nach 6 Jahren in Düsseldorf führt ihn der Weg rheinaufwärts nach Leverkusen. Sie werden auch nächstes Jahr zu den schillernden Persönlichkeiten auf der Haupttribüne gehören. Die Toten Hosen. Die große Liebe der Düsseldorfer Punkband heißt mit Vornamen Fortuna. Aus dem Kartenverkauf ihrer Deutschlandtournee fließen 150.000 D-Mark für einen neuen Spieler in den Geldbeutel ihres Traumclubs. Macht 17. Jo. 16 für uns, eine für die Fortuna. Sauber. Diese Fortuna-Marke ist symbolisch irgendwie. Das ist vor allen Dingen auch an diese Adresse von Enkel und allen anderen Männern gerichtet, die irgendwie gerne an die Tennisputzis oben am Grafenberg spenden und sich überhaupt einen Scheißdreck um Fußball in dieser Stadt kümmern. Darum geht's. Und heute haben wir doch schon gesehen, so schön kann Fußball sein, oder? Die Mannschaft von Trainer Ristić ist wieder erste Wahl. Auch wenn es für den Trainer mit dem Aufstieg etwas früher klappte als gewollt. Will man die Klasse halten, so muss man Große ins Stolpern bringen. So wie hier vor mehr als 2 Jahren den FC Bayern München. Doch daran denkt zunächst niemand. Ganz Düsseldorf genießt jetzt die Wiedergeburt einer Erstligamannschaft.